Mit dem Deutschlandcup 2009 endete das Wettkampfjahr für die Landesklasse. Mit 190 Teilnehmern inklusive Betreuern war die Halle des fränkischen ASV Rimpa gut gefüllt. Neben den üblichen Altersklassen L5 bis L7 wurde dieses Jahr auch für die jüngeren Turner ein Talentwettkampf ausgetragen. Besonders bei den Jungs war dieser Wettkampf sehr beliebt. 22 Meldungen übertrafen alle Erwartungen. Es bleibt nur zu hoffen, dass die jungen Turner dem Rhönrad erhalten bleiben.